Es ist Carlos Martins, wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben wieder eine Kurslücke, ein Gap. Schlusskurs gestern hier bei 15.774. Aktuell sind wir bei 15.826 und wir gehen auf die 15.800. Aktivieren das mit kleinem Risiko und nochmal, wenn wir hier bleiben. Dabei bleiben, Big Number ist das 15.8 Level, treten wir dreimal mit dem Risiko, wenn die Box da reinläuft. Unser Gewinnziel ist dann bei 50, das wäre hier in der Zone, und wenn wir unterhalb gehen, haben wir erst einmal hier die 65. Das ist nämlich der Daily Pivot heute. Nicht die 50, sondern wir steigen früher aus. Also diese Zone, das sind die Bereiche, wo wir erstmal uns fokussieren. Ja, wenn die 50 durchbrochen wird, dann ist die nächste Widerstandszone das 38er, 15, 8, 70. Und dann haben wir oben die Big Number. Und genauso gut hier unterhalb. Wenn wir diesen Bereich schaffen, dann haben wir noch unter dem Daily Pivot ist klar die 50er-Zone hier in dem Bereich. Und dann haben wir auch hier die Big Number. Das, so würde ich den Markt erstmal so einkesseln wollen, wenn es funktioniert. Wir bleiben in diesem Chart und gehen jetzt mal in die Blue Box rein. 26er gestern Abend. Hier bleiben wir auch nochmal bei den Spielregeln. Eine Blue Box wird von uns getradet auf dem Minutenchart kleiner als 30, dann wird sie von uns getradet. Wenn sie kleiner ist als 20, gehe ich ein etwas höheres Risiko ein. Und zwar in der Primetime. Primetime ist von 8 bis 11 und von 14 bis 16, 17 Uhr circa. So, wir haben gestern hier die 40er gehabt, die 39er gab es nichts für uns zu holen. Und jetzt wechseln wir in die Vola-Boxen. Die Vola-Box kommt heute rein bei 15.849. Das heißt, bei 49,35 sind wir. 49 ist so auf diesem Level dort. Da kommt die Vola-Box rein. Das heißt, mit nicht erhöhtem Risiko, mit kleinem Risiko arbeiten wir dort mit dieser Box, sei denn der Markt verändert sich noch hier und geht erstmal Richtung 15.8 in Gap Closing rein. So, wir starten jetzt direkt mit dann den Märkten und wir fangen heute ganz unten an bei Ethereum. Also Daily sind wir Short, 4 Stunden sind wir Short, Stunde sind wir Short, 30 sind wir Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long, also die Gewichtung. Hier würde ich sagen eher Short nach wie vor. Also Bitcoin Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Aber auch hier in den oberen Perioden, Zeitebenen sind wir eher Short. Nächster Markt ist der Dow Jones. Daily sind wir klar Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Auch hier die Gewichtung eher Short. Dann haben wir noch den S&P ganz schnell. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Dann Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, Weekly, sehen wir hier Wochenchart, da ist die Unterstützung 14.396, 4 Stunden klar Short, Stunde Short, 30 Short und 15 Long, 5 Long auf den kurzen Zeitebenen. Kommen wir zu den JR Ewing Trade, Öl, Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Aber auch hier ist der Markt letztendlich noch Long. Kommen wir zu Gold. Der ist gestern gestiegen. Daily
Gold long, 4 Stunden long, eine Renaissance, Stunde long, 30 long, 15 plus minus 0 und 5 Minuten long. The next is DAX daily long, 4 Stunden short, Stunde short, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Also hier, ja, so unentschieden würde ich sagen. So, 8.38 Uhr, wir bereiten uns dann gleich auf unsere Box vor. Big Number ist jetzt erstmal platziert. 15.807 aktuell, 16. Und los geht's. 9 Uhr. Geht wieder hoch. Und wir sehen die Vola-Box hier oben. So, ja. Wenn er in Richtung 15.9 oben laufen sollte, gehen wir mit erhöhtem Risiko oder unten auch mit erhöhtem Risiko. MTX ist noch nicht vorhin in den Gewinn gelaufen. Das heißt, wenn wir hier nochmal reinstoßen sollten, werde ich nochmal aktivieren, meine Damen und Herren. Und nochmal mit dem etwas höheren Risiko. Genau, Lucia, Marcel, guten Morgen, Michael, guten Morgen, Camilo, guten Morgen, Katrin, guten Morgen, Jörg, guten Morgen, Vanessa, guten Morgen. Ralf, guten Morgen. Hans, guten Morgen. Uwe, guten Morgen. Wilhelm, guten Morgen. Ja, noch nicht. Also, Rüdiger, MTX machen wir erst an, wenn das Ding oben bei 50 ist, ne? Bei 50. Jetzt sind wir bei 15.835. Schauen wir mal, ob wir die Zone jetzt nochmal unten touchieren von heute vorbörslich. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Touchiert jetzt. Wir brauchen noch ein Stückchen tiefer, noch einen kleinen Druck. So, nächste Kerze wird uns rausholen, wenn alles nach Plan läuft. Und wir gehen raus mit Gewinn. Das war der Eröffnungstrade. Und jetzt sehen wir, geht sogar noch ein Tickchen tiefer. Aber jetzt sind wir erstmal raus. Und ich bedanke mich bei den YouTubern. Wünsche allen noch gute Trades. Wir hören uns morgen wieder. Und ja, wir machen im Live-Trading-Raum weiter.